In Walking Dead wäre ich jetzt schon längst infiziert. Aber das Spiel erinnert mich ziemlich an Darkest Dungeon, genau. Das war ja auch so ein Survival-RPG. Zack. Geblockt. Aua. Aua. Kriegen voll viel Damage. Aber wir haben wenigstens auch relativ viel Leben. Zack. 29. Oh. Aua. Und wir lasten ihn einfach. Zack. Schlipsträger. Weg mit dir. Spritzen haben wir. Drei Spitzen haben wir gekriegt. Krass. Und schon der nächste Schlipsträger. Du bist eine Passant. Krass. Gibt gar keine Pause hier mehr. Pistole, gebissener Passant, zack. Wir haben gleich keine Muni mehr, sehe ich gerade. Oh, oh, zack. Oh, kritisch, scheiße. Aua, alle auf Hank. Schlipsträger, zack. Gebissener Passant, zack, weg mit dir. Oh, heimtückischer Schlag. Schlipsträger, zack, 32. Boah, wow, beißen auch noch. Jetzt ist er wenigstens nicht mehr betäubt. Pistole, Angriff, zack, zack. Du musst jetzt über 32 Damage machen. 29, wow, immer drei Leben oder so. Geblockt. Tot. Schlipsträger, Bekämpfer, nice. Alte Kleidungsstücke, okay. Du entdeckst einen Krankenwagen. Du öffnest die Tür und durchsuchst im Wagen nach Medikits, Verbänden oder medizinischen Komponenten. Versuchen zu öffnen. Versuchen zu öffnen. Und zwar mit Hank. Hank versucht den Krankenwagen zu öffnen. Munition. Sanitätermunition. Nice. Und schon wieder was Neues. Alter Vater. Haben wir medizinische Hilfe? Wir haben gar nichts. Wow. Kampf, Angriff. Oh, auf einmal sind wir in der Wüste. Hinten, ja. Genau. Ah, der gebissene Passant hat jetzt nicht mehr so viel Leben, ne? Doch, hat er, okay. Ich dachte, es wäre eine 55. Zack. Oh, schon wieder auf Hank, alles kritisch. Schipsträger, weg mit dir. Nahkampf. Und gebissener Passant. Zack, weg mit dir. Einer weniger. Kritisch. Aua. Zack. Und Nahkampf nochmal Schlepsträger. 29 Damage. 7 Damage, noch 35. Okay. 30 natürlich. Wow, immer 5 Leben oder so noch. Boah, wie viel Damage wir auch kriegen, ne? Zack. Und wir leveln irgendwie nicht, oder? Oder bin ich doof? Nö, wir leveln voll nicht. Plündern. Materialien. Die Gruppe findet ein leerstehendes Auto. Der Kofferraum scheint geeignet für einen Plünderversuch zu sein. Hier lassen sich oft Nahrungsrationen, Snacks oder Verbände finden. Allerdings ist der Kofferraum verschlossen. Versuchen zu öffnen. Und zwar mit Hank. Hank versucht den Kofferraum zu öffnen. Als ihr das Auto aufschließen wollt, geht versehentlich die Alarmanlage an. Zombies werden sofort auf euch aufmerksam. Scheiße. Und auf einmal sind wir wieder unter der Brücke. Ah, gebissener Passant. Gebissener Passant. Zack. Gebissener Passant. Zack. Oh, aua. Oh, aua. Schlipsträger. Zack. Gebissener Passant. Zack. Boah, der Arme hängt, Alter. Zack. Alles auf den Schlipsträger. Och, nö. 29 Damage. Boah, der stirbt gleich. Hä? Wieso hat er denn so viel Leben wieder? Ist sein Level aufgestiegen? Zack. Der arme Alter. Ich krieg die ganze Damage. Sank etwa ein Level aufgestiegen. Materialien nehmen. Nö. Hä? Kapier ich nicht.
141 Leben nur noch. Scheiße. Angriff. Wieder ein Schiffsträger und ein gebissener Passant. Welle 1 von 2. Nein. Wer ist denn das jetzt? Lydia, oh mein Gott, du bist es... Warte. Lydia, oh mein Gott, du bist es wirklich. Hank, wo hast du mich versteckt? Wo hast du dich versteckt? Wie konntest du mich nur allein lassen? Ich? Du bist doch davon gerannt. Du hättest mich doch suchen können. Leute, ich will euren Streit ja nicht in die Quere kommen, aber eine verdammte Zombie-Horde kommt auf uns zu. Kannst du kämpfen, Lydia? Ich habe eine Pistole gefunden. Damit könnte ich mich über Wasser halten. Leider sind aber nur noch ein paar Aschers übrig. Lydia, gib's ihm besser mehr. Ich bin der Mann und kann schießen. Vergiss es, Hank. Du triffst auf 3 Meter Entfernung kein Scheunentor. Weißt du noch letztes Mal beim Jagen? Was ist da? Was ist da? Schluss, wir haben keine Zeit für den Mist. Okay, wir sind mit Konsolenpick dran. Oh mein Gott, wir haben noch einen Schuss. Oh nein, gibt's einen Passant. Zack. Und er ist dran. Hank, und jetzt kommt Lydia. Mit 7 Schuss. Ein Beinschuss. Ein Schuss, der mit 100% physischen Schaden ein Ziel attackiert, reduziert die Reflexe des Gegners um 75% für 2 Runden und gleichzeitig auch leicht die Blockchance. Erhöhter Schaden gegen bewusstlose Gegner 200%, benötigt Aktionspunkte einen Beinschuss auf Stützträger. Zack. Debuff. Aua. Aua, der wurde gebissen. Ah, lass das. Nee, ich habe keine Muni mehr, Mann. Zack, weg mit dir. Gebissener Passant, Töter. Als Erfolg. Durchbrechen? Lol, seit wann haben wir durchbrechen? Ein Schlag mit 80% physischen Schaden. Die Verteidigung des Gegners wird für 2 Runden um 75% reduziert. Bei kritischen Treffern wächst die Chance auf 100%. Zack. Wow, 24 Damage. Gehen wir mal in den Nahkampf. Zack, 32 Damage. Aua. Aua, lass das. Ich bin doch keine Schießbodenfigur. Schlipsträger. Und weg mit dir. Welle 2. Wieder ein gebissener Passant und ein Schlipsträger. Gebissener Passant zuerst. Gebissener Passant zuerst. Und ein gebissener Passant zuerst. Zack. Oh, mir geht es, glaube ich, nicht so gut. Schlipsträger, weg mit dir. Schlipsträger, weg mit dir. Aua, jetzt? Oh, was war das denn? Und Schlipsträger. Und Nahkampf. Zack, 24 Damage nur, natürlich. Aua. Nochmal. Und weg mit dir. Flieg in kreiselförmigen Abständen. Das war laut. Techniker, Munition. Munition, okay. Puh, wird wohl Zeit, dass wir zurückkehren. Dann mal los. Lydia, ich kann mein Glück kaum fassen. Wir haben dich tatsächlich retten können. Naja, ich hätte es schon allein geschafft, mich durchzuschlagen. Habt ihr ein Plätzchen, wo ich ein bisschen Schlaf nachholen kann? Wir haben ein Camp gefunden. Da bringen wir dich jetzt hin. Jawohl. Überlebender Hank und Überlebender Lydia. Zusammenfassung des Tages. Funde, Nahrung 0, Material 10, Werkzeuge 1, Gegenstände erschaffen 0, erjagte Nahrung 0, Verbrauch Nahrung 4, Material 0, Werkzeug 0. Der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerierten 20% ihrer Lebenspunkte. Trish strahlt über das ganze Gesicht an diesem Morgen. Sie scheint sich schon mit der neuen Überlebenden angefreundet zu haben. Das ist Lydia, meine bessere Hälfte. Sie hat es tatsächlich geschafft, die Zombies in Schach zu halten. Wow, Lydia, du scheinst eine gute Schützin zu sein. Das will mein Mann nicht glauben, aber ja, ein bisschen Ahnung habe ich. Ich bin schon wieder auf den Beinen und voller Tatendrang. Wenn der hübsche Retter Lust hat,
können wir ein bisschen Ressourcen sammeln gehen. Puh, ich weiß nicht, ob ich mit dir noch einen Tag auf dieser Straße zwischen den ganzen Autos und Zombies überleben kann. Ich sprach auch nicht von dir, sondern von Konsolpick. Also, wie wär's mit uns zweien? Ich warte im Außengelände des Camps auf dich. Etwas peinlich berührt schaust du in das verdutzte Gesicht von Hank und du überlegst, ob das so eine gute Idee ist. Keine Ahnung. Konsolpick. Unser Camp hat nicht mehr genug Nahrung. Jeder Überlebende des Camps verbraucht eine Nahrungsration am Tag. Hungrige Überlebende verlieren Lebenspunkte pro Tag. Geht daher jagen oder besucht tagsüber den Wald, der als gute Futterquelle dient. Ich hoffe, du hast dich eingelebt, Konsolpick. Noch ist das Camp sicher, aber ich glaube, das miese Gefühl, dass es nicht dabei bleiben wird. Ich werde dich warnen, sobald sich an der Lage etwas ändert. Wenn du Überlebende findest, sollst du dich um sie kümmern. Du kannst ihnen einen Job zuweisen, aber dazu benötigen sie auch die entsprechenden Job-Skills. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen eigentlich Nahrung holen. Jobs. Schmied, Arzt, Jäger, Ausrüster, Büchsenmacher, Wächter. Jäger Level 1. Es können 5 bis 7 Nahrungsrationen pro Einsatz gejagt werden. Job-Einsatz. Blablabla, Erfahrung. Camp. Party. Hank könnte das machen. Der hat doch Job-Skills. Jobs. Der wird Schmied. Oh, wir haben gar nichts. Nicht genügend Ressourcen. Scheiße. Was haben wir denn sonst noch? Ups. Jobs. Ausrüster? Auch nicht. Büchsenmacher? Wird ein Knüppelbüchsenmacher. Wow. Wächter? Der Charakter ist Mitglied der Party. Soll er die Party verlassen und einen Job ausführen? Nee. Jäger. Nein. Wen haben wir denn noch so? Inventar? Nee. So, dann schauen wir mal eben Bar. Nee, ich will nicht reden. Lydia ist eine gut aussehende, charmante Überlebende, die sich selbstbewusst gibt. Sie scheint ein Auge auf dich geworfen zu haben, denn sie möchte dich unbedingt bei einem Spaziergang näher kennenlernen. Wow. Und ich habe die gerade so dargestellt, als wäre die übelste, komische Frau. Na komm, reden wir einfach mal. In der Bar scheint Lydia nicht zu sein. Du erinnerst dich daran, dass sie einen Spaziergang im Außengelände des Camps angehen wollte. Hä? Ach so. Trish, gib mir eine erste Aufgabe. Ich soll eine Waffe craften. Mehr Hinweise kann ich bei einem Gespräch mit dir herausfinden. Wir sind im Camp nahezu ohne jegliche Verteidigung. Du solltest deshalb eine neue Waffe im Jobbereich craften. Waffen craften? Wie crafte ich eine Waffe? Im Jobbereich können Überlebende oder du eine Waffe erschaffen. Eine Büchsenmacher benötigt die erste Stufe des Jobs Ausrüster. Das Unterfangen würde eine Nacht etwas Nahrung und ein Werkzeug kosten. Wo finde ich das Material für eine Waffe? Waffenteile lassen sich bei Zombies, weiteren Überlebenden, Truhen oder Gebäuden finden. In der Stadt gibt es viele davon, aber da sucht der Sheriff noch einen Weg hinein. Was genau machst du hier in der Basis? Ich arbeite hier und kümmere mich um das Lager. Ich werde sicher immer mal neue Aufträge für dich zur Verfügung haben, wo du mir zur Hand gehen kannst. Danke für die Hilfe, aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es hier zu bleiben. Natürlich macht es Sinn. Wir werden deine neue Familie sein. Wir können uns gegenseitig beschützen. Neue Familie? Ich denke, dafür bin ich noch nicht bereit. Aber wir haben einen Plan und du kannst Teil dieser Gemeinschaft sein, Konsolpick. Es ist gut, wenn es Menschen gibt, die etwas aufbauen wollen. Bis später.